Johanna Platzek ist Dr. Raduschs erste Patientin heute. Die 23-Jährige befindet sich in der 40. Schwangerschaftswoche. Ich bin heute hier, weil nochmal kontrolliert werden soll, ob alles in Ordnung ist mit dem Kind. Weil seit 3 Wochen nimmt das Gewicht nicht mehr zu. Und jetzt soll kontrolliert werden, ist gewachsen, hat zugenommen und gegebenenfalls eingeleitet werden. Ein bisschen aufgeregt bin ich ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Jetzt kommt's langsam. Vor 1,5 Jahren lernen sich die Wachpolizistin und der Gebäudereiniger kennen. René bringt seine Tochter Amelie mit in die neue Beziehung. Schnell wird Johanna schwanger. Der Moment, als wir es festgestellt haben, dass es so ist, dass sie wirklich schwanger ist, der war sehr aufregend. Ich habe mich sehr gefreut und wir bekommen ein Mädchen und sie soll Lara heißen. Das Ergebnis der anstehenden Ultraschalluntersuchung wird darüber entscheiden, ob Laras Geburt heute eingeleitet werden muss. Das Besondere bei Frau Platzek ist, dass es sich um ein sehr zartes Kind handelt, wo wir schauen müssen, wie sich das Wachstum entwickelt hat, ob es einfach nur ein kleines Kind ist bei jetzt nicht so großen Eltern oder ob es ein Kind ist, was wirklich im Wachstum jetzt stillgestanden ist, also nicht weitergewachsen ist, weil der Mutterkuchen nicht mehr seine volle Funktion aufweist. Dann schauen wir mal nach der Fruchtwassermenge. Es könnte ein bisschen mehr sein. Das ist jetzt so im unteren normalen Bereich. Man sagt, man soll ein Depot von mindestens 2 cm finden. Und hier haben wir eins von 3 cm, aber man sieht, dass es weniger geworden ist. So, und dann interessiert uns noch das Bäuchlein. Dass wir sehen, ob das Bäuchlein gewachsen ist oder nicht. Gerade der Bauchumfang ist ja für uns das Interessanteste. Das haben Sie vielleicht schon mitbekommen, da die Kinder meistens isoliert am Bauch nicht so viel Speck ansetzen, wenn die so ein bisschen eine Wachstumsstörung haben. Wir erwarten jetzt ein Kind mit einem Schätzgewicht von 2550 bis 2600 Gramm, was zu leicht ist für die Zeit, was aber erstmal grundsätzlich kein Grund ist, dass das Kind nicht auf normalem Weg zur Welt kommen kann. Ich war letzte Woche aber auch bis Freitag krank. Ja, das hat aber jetzt keinen so großen Einfluss auf das Wachstum des Kindes. Ne? Der hat ein bisschen Magen-Darm, oder? Genau, dadurch natürlich auch kaum was gegessen. Aber getrunken haben sie normal, ja? Habe ich. Ja. Das ist der Blutfluss in der Nabelschnurarterie. Der ist in Ordnung. Ist auch nur eine Arterie. Ist in einer Feinsohle gesehen worden? Ja? Mhm. Meist hat die Nabelschnur 2 Arterien. Bei 1% aller Babys ist aber nur eine Nabelschnurarterie angelegt. Die Ärzte müssen dann besonders gründlich Fehlbildungen ausschließen und das Wachstum des Kindes intensiv überwachen. Wenn man jetzt alles zusammen betrachtet, das Bäuchlein ist nicht gewachsen, das Gesamtgewicht ist mittlerweile unter der 3. Perzentile und die Fruchtwassermenge hat abgenommen, sie verspüren weniger Kindsbewegung, ist das eigentlich ein Signal dafür, dass man die Geburt einleiten sollte. Dass eine Einleitung nicht gleich an dem Tag zur Geburt führt, das wissen Sie vielleicht, dass es auch mal 2, 3 Tage im schlimmsten Fall dauern kann. Ja, und das werden wir dann sehen. Ich würde jetzt erstmal bei Ihnen das CTG anlegen. Ja, nochmal gucken, wie Ihr Kind liegt. Sind Sie aufgeregt? Ja. Ich gucke noch mal nach der Lage vom Kind, wie es liegt. Ich glaube, der Rücken liegt hier. Ja, die Füße müssten hier sein von Ihrem Kind. Jetzt gucke ich noch mal, wo das Köpfchen liegt. Mal bitte einatmen. Und aus. Ja, das Köpfchen ist hier unten. Es ist noch nicht ganz tief im Becken, aber es ist auf jeden Fall unten. Ja? Gut, dann machen wir erstmal noch ein Stück CTG. Das CTG zeichnet die Herztöne des Babys auf. Nur wenn diese in Ordnung sind, kann die Geburt trotz Wachstumsstillstand eingeleitet werden. Von dem Muttermundsbefund her empfehlen wir Ihnen erstmal den Geburtscocktail zu wählen. Das ist eine alternative Methode der Geburtseinleitung. Es sind keine Wehenmittel in dem Cocktail, sondern wir haben pflanzliche Zutaten drin. Ja. Gut. Okay. Langsam steigt die Aufregung. Hoffentlich geht's bald los und hoffe, dass es schnell geht und sie bald sich bereit fühlt, die Kleine. Der nächste Morgen. Der Geburtscocktail hat bei Johanna nicht richtig gewirkt. Jetzt sollen andere Methoden helfen, um das zu kleine Baby auf die Welt zu holen. Ich will eigentlich nur, dass es losgeht und hinter mir haben. Leichtes Ziehen habe ich schon, aber noch auszuhalten. Was haben Sie denn nach dem Cocktail gestern gemerkt? Wenig, außer dass mir schlecht wurde und habe mich auch übergeben. Also den haben Sie wieder ausgebrochen, genau. Ja?
Weil er doch sehr fettig ist, sehr ölig. Genau. Also von 1/2 bis 1/2 hatte ich auch Wehen leicht, also ein Ziehen hier in der Mitte und Kindsbewegungen extrem. Guck mal, wo wir weitermachen heute, ja? Der Cocktail hat also nicht richtig gewirkt. Die Wehen haben wieder nachgelassen. Vor der weiteren Einleitung der Geburt prüft Hebamme Eva die Herztöne des Babys per CTG. Inzwischen trifft auch René ein. Er hat die Nacht zu Hause bei seiner Tochter verbracht. Das ist schön. Das wird ihr Sessel. Danke. Für die nächste Zeit. Zur Geburtsstimulation möchte Hebamme Eva noch ein weiteres natürliches Mittel ausprobieren. Ich habe hier so ein ganz tolles Öl mit Eisenkraut und Ingwer. Und das kann man geburtsbegleitend, unterstützend mit einmassieren in den Bauch. Und es tut ihnen sehr gut, es ist sehr wohlriechend. Gerade in der Schwangerschaft, wo man ja auch vorsichtig sein sollte mit Medikamenten, weil man ja hier nicht nur die Mutter behandelt, sondern auch immer das Kind mit im Visier hat, sollte man auf alternative Medizin zurückgreifen, weil sie halt frei von Nebenwirkungen sind und oftmals den Frauen auch gut tun. Das Wehenzentrum liegt hier oben an der rechten Gebärmutterecke. Und durch das Reiben kann man Wehentätigkeit ein bisschen stimulieren. Wie fühlt sich's an? Gut. Und das Öl wirkt auch tatsächlich prompt. Jetzt spüren Sie eine Wehe. Versuchen Sie, durch die Nase einzuatmen. Aus. Das ist jetzt die erste richtig gute Wehe. Die war sicher auch kräftiger als die anderen, oder? Aber heute Nacht fand ich es noch schlimmer. Ja? Also noch stärker. Die Geburt kommt in Gang. Der Muttermund ist nun 2 Zentimeter geöffnet. Aber auch die Herztöne des Babys reagieren auf die Wehe. Hebamme Eva will sich absichern. Ich würde mich gern noch mal mit der diensthabenden Ärztin absprechen. Ja? Es gibt Entscheidungen im Kreissaal, die man nicht unbedingt alleine treffen möchte. Es ist immer gut, wenn man da noch mal Rücksprache halten kann und auch die Ärztin mit einbeziehen kann. Frau Blatzek hat schon leichte Wehentätigkeit. Der Muttermund ist auch schon geöffnet. Und ich habe ihr den Bauch mit einem Aromaöl massiert. Daraufhin hat sie auch sofort mit einer Wehe reagiert. Und ich habe beobachtet, dass die Herztöne hier reagiert haben, dass sie so ein bisschen abgesunken sind. Und ich würde es doch besser finden für die Steuerbarkeit, dass wir nicht mit einem Gel starten, sondern die Wehen leicht unterstützen mit einem Wehenunterstützungstropf. Ja, dafür, dass Sie die Wehen hier schon merken, man sieht die auch ein bisschen und das Kind auch dann gleich prompt, was wir erwartet haben, ein bisschen reagiert, denke ich, ist eine gute Idee mit dem Wehentropf. Ich werde das alles jetzt vorbereiten und dann würden wir mit dem Tropf jetzt starten. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und in Eurem, wenn irgendwas ist. Na, alles klar. Dankeschön. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt vor der Einleitung. Dass der Wehentropf geworden ist, finde ich jetzt nicht schlimm. Hoffe, dass es bald losgeht und es schnell geht. Johanna bekommt jetzt das Hormon Oxytocin. Es sorgt dafür, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht. Eigentlich müsste es dann richtig losgehen. Es ist immer noch unreal. Es geht halt jetzt los und jetzt schauen, wie lange es dauert. Doch es zeigt sich, trotz Wehentropf öffnet sich der Muttermund bei Johanna nur sehr langsam. Ein warmes Bad und verschiedene Positionen sollen die Geburt beschleunigen. Doch auch nach 10 Stunden Wehen ist noch kein Ende in Sicht. Sie machen das gut, Frau Blatzek. Und ausatmen. Jawohl. Ein und aus. Genau. Jetzt geht's langsam auf den Endspurt zu. Sie ist ausgepowert, sie ist ausgelaucht. Das sind ja auch jetzt schon über 10 Stunden, fast 11 Stunden. Also jetzt ist langsam die Grenze. Aber es sieht ja auch gut aus. Einatmen und aus. So ist gut. Einfach entspannen, ruhig atmen, ausruhen. Ich denke, die Geburt ist jetzt richtig in Gang gekommen. Der Muttermund geht auf. Sie veratmet ihre Wehen wunderbar. Und dass das Baby sich auf den Weg macht, dass es anfängt zu schieben und sie auch den Drang hat mitzuschieben. Im Moment ist sie in einer Phase, da kann sie und möchte das auch nicht mehr.
Das ist völlig normal, diese Phase. Die haben alle Frauen und die müssen wir jetzt einfach noch überstehen und dann haben wir es geschafft. Sie machen das fantastisch und Sie merken auch jetzt selber, der Druck nach unten nimmt zu, ja? Das ist das, auf was wir warten. Zur Unterstützung legt Eva ein Kirschkernkissen auf. Die Wärme soll Johannas Schmerzen lindern. Wenn du merkst, Druck nach unten, ruhig mitgehen. So wie gerade, das hast du lieber gemacht. Drück mich ruhig weg dabei. Genau. Sehr gut. So, jetzt ruhig wieder. Genau. Frau Platzek ist mit ihrem Mann ein super Team. Der unterstützt sie, redet ihr gut zu. Und ich glaube, diese Kombination, das ist eigentlich das, was man Team nennt. Ich kann nicht mehr. Ja, aber da kommt gleich was. Pass auf. Ja. Du machst das super. In Halle liegt Johanna Platzek seit 11 Stunden in den Wehen. Jetzt endlich setzen die Presswehen ein. Der Muttermund ist jetzt auf, er ist jetzt bei 8-9 cm. Frau Platzek beginnt jetzt auch mitzuschieben und ich denke, dass das Kind in der nächsten Stunde geboren sein wird. Ich habe schon mal die Ärztin informiert, die Frau Stotz, die kommt jetzt zur Geburt dazu. Es ist üblich, dass zur Sicherheit ein Arzt zur letzten Phase der Geburt dazukommt. Dr. Anneluise Stotz, Assistenzärztin im 5. Jahr, hat heute Dienst. Frau Platzek, erstmal atmen, ja? Und ausatmen. Jawohl. Prima. Und ausatmen. So ist schön. Passen Sie auf, Frau Platzek, wir machen das jetzt ganz langsam. Wir atmen erstmal in der Wehe, ja? Ein und aus. Und Sie können auch ein bisschen mitschieben, aber wenn ich sage, nicht mehr schieben, versuchen zu atmen, schön Luft holen. Ja? Sie machen das gut. Atmen und schieben. Jawohl. Und nochmal. Und sehr gut. Sie haben wieder ganz, ganz viel geschafft. Und nochmal ein bisschen schieben. Ja. Gut, gut, gut. Und jetzt atmen. Atmen, ausatmen. Ausatmen, ausatmen. Okay. So, ruhig. So, Frau Platzek, das Köpfchen ist da. Jetzt sind es nur noch die Schultern. Ganz ruhig atmen. Machen Sie schön auf. Öffnen, öffnen, öffnen. Lass locker. Lass locker, lass locker. Einmal noch mitschieben und dann ist es geschafft. Gut, Frau Platzek, gucken Sie her. Gucken Sie einfach her. Hier kommt es. Genau, schön den Bauch. Da langsam, kommt's. Langsam, guck mal hier. Da. Da ist er. Da kommt's. Guck. Da ist er, die kleine Prinzessin. Ja! Das kleine Mädchen ist geboren. Per Spontangeburt, wie es sich Johanna gewünscht hat. Das ist richtig, richtig. Das ist